Ja, hallo ihr Lieben. Ich nehme euch heute mal auf eine kleine Tour mit, mal zur Abwechslung, kein festes Thema, einfach mal ein bisschen drauf los, ein bisschen quatschen mit euch und ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, auch wenn es heute nur eine kleine Tour ist, aber auch hier mussten wir das schöne Wetter einfach mal wieder ausnutzen. Zwar ist bald unser Urlaub, der ansteht, dennoch wollten wir ein bisschen losfahren, das Wetter ausnutzen und unsere Kondition noch ein bisschen steigern. Wir hatten uns ausgemalt, zu unseren Hometrails zu fahren und ich dachte, hier nehme ich euch auf den Weg dorthin ein bisschen mit und kann so noch mal ein wenig mit euch quatschen, euch mal so ein bisschen erzählen, wie es mir so die letzte Zeit doch ergangen ist. Ja, wir aktivieren jetzt mal die Schiebehilfe, die hier ganz nützlich ist, da wir jetzt einmal hier die Bahnlinie überqueren müssen. So, dazu drücken wir jetzt hier einmal komplett runter auf Gehen und halten Gehen dann gedrückt. Und schon zieht sich das Fahrrad aus eigener Kraft hoch. Voraussetzung dafür ist immer, dass man den richtigen Gang drin hat. Dementsprechend zieht es natürlich auch besser oder schlechter nach oben. Ja, und so erleichtert einem das unheimlich, das nach oben laufen. Nach unten einfach reicht, beide Bremsen ziehen und dann ganz gemächlich die Stufen nach unten. Das ist am einfachsten. Ja, mir ist es eigentlich die letzte Zeit sehr, sehr gut ergangen. Und ich konnte nach und nach wirklich meine Kondition doch schon längst ein bisschen steigern. So eine Herz-OP, die steckt man natürlich nicht einfach so weg, aber wenn man am Ball bleibt und wirklich regelmäßig Fitness macht, außer dem Radfahren noch zusätzlich, dann merkt man doch, dass die Kondition so langsam immer stetig mehr wiederkommt. Ja, ich fahre eigentlich immer meist im Trail-Modus, habe mir aber in letzter Zeit auch mal angewöhnt, für die Gesundheit ein bisschen mehr in Eco zu fahren. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, in welchem Modus ihr so die meiste Zeit fahrt oder ob ihr ständig halt irgendwie wechselt. Ja, und in diesem Video hätte ich gerne mal, dass ihr mal unten in die Kommentare aufschreibt, was denn euer Wunschthema von mir wäre. Und ja, dann werde ich mal rausfiltern, per Zufall, was das nächste Thema sein wird. Und das dann auch versuchen, so gut es geht aufzugreifen. Und ja. So möchte ich auch mal ein bisschen näher auf euch eingehen und vielleicht kriegt man ja auch irgendwann mal so ein kleines Treffen zustande, wo man gemeinsam ein Ründchen drehen kann. Fände ich auch immer mal ganz schön. Ja, und dann würde ich sagen, geht's jetzt erstmal weiter. Ja, und im Wald angekommen. Direkt ein kleiner Anstieg. Ja, wird wirklich Zeit, langsam Kondition weiter zu steigern, weil in 2 Wochen geht der Urlaub in die Berge. Da muss ich dann schon wieder fit sein. Ja, hier sind wir jetzt an dem Anstieg, den ihr schon aus dem anderen Video von mir kennt. Den fahren wir immer ganz gerne, weil der liegt halt auf dem Weg zu unseren Trails, die wir immer fahren, zu unseren Open Trails. Und dann
kann man das immer ganz schön verbinden. Gerade so zum Konditionssteigern. Also weiter im Trail-Modus jetzt hier. Das letzte Mal hatte ich euch hier gezeigt, wie ich hier im Boost hochgefahren bin. Weil der ja wirklich ordentlich einen den Berg hochschiebt. Ja, und im Trail geht es halt einfach ein bisschen langsamer, aber eben auf die eigenen Bedürfnisse halt auch angepasst. Und also das ist schon für mich so, was ich noch als Unterstützung bei einem Berg brauche. Im Eco ist es schon sehr, sehr anstrengend. Also ich glaube, dann würde ich mich hier wirklich dann, da wo wir halt so ab 6-7% Steigung haben, wirklich mit 3-4 km halt hochkämpfen, weil das dann einfach meine Puste noch nicht mitmacht. Aber auch da hoffe ich, bald wieder auf ein besseres Level zu kommen. Ja, gerade wenn man herzkrank ist, sollte man sich ja doch auch immer fit halten, damit man halt nicht das Herz verschlechtert. Vielen Dank. Ja, wenn wie ihr seht, der Stefan als gesunder Mensch, der ist schon vorweg. Der hat noch richtig ordentlich Füße. Und das dafür, dass auch er nicht regelmäßig fährt. Also er fährt derzeit aktuell noch weniger wie ich, da ich ja noch meine Touren fahre. Und er halt sehr viel arbeitstechnisch eingespannt ist, kommt er halt wirklich dann nur alle 2 Wochen am Wochenende mal zum Fahren oder halt unter der Woche, wenn er dann mal frei hat. Aber Respekt. Ja, Gesundheit ist schon ein teures Hab und Gut. Da muss man halt schauen, dass man sich trotz Gesundheit halt einfach fit hält, einfach auch für die Gesundheit, denn ich sag immer, wer rastet, der rostet, und ja, deswegen gern so viel aufs Bike wie möglich und ja, Kondition aufbauen, wenn sie denn mal wieder nachgelassen hat. Es macht ja auch einfach Spaß, so durch die Natur zu fahren, und ja, man sieht einiges dabei, man kann das schöne Wetter genießen. Man trifft teils auf Leute oder Gleichgesinnte, und ich finde, es macht einfach nur Freude. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Tour gefallen und ihr seid auch wieder beim nächsten Video dabei. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.